So, hallo meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück, State of Decay 2 und das Ganze mal im Multiplayer. Okay, was ist das hier? Goldene Kisten? Cookies or something? Goldene Kisten. Bei mir sind hier goldene Kisten. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin dieser gelbe Pfeil oder orange Pfeil oder Punkt auf der Map. Ah, der blaue, ja. Da bin ich auch gestartet. Wir müssen erstmal wieder in die Heimatbasis zurück. Hast du die Markierung, die ich gesetzt habe, auch auf der Karte? Ja. Gelbe? Ja. Ja, da müssen wir hin. Aber wie gesagt, weil das mein Speicherstand hier ist, nur deinen Charakter spielen und keinen Charakterwechsel machen. Aber ich glaube, das kannst du auch gar nicht. Das darfst du auch gar nicht. Weil sonst hätten wir einen komplett neuen lieber machen sollen, weil. Wäre dann eigentlich auch besser, aber macht nichts. So, bin gleich da. I gotta take a break. Da muss ich gleich erstmal schlafen legen hier. Gar keine Ausdauer mehr richtig. Das ist mein Charakter. Meiner aus meinem Spiel quasi. Ja. Ja, es gibt ja mehrere Charaktere in deinem Spiel. Ja, ich konnte von meiner Gemeinschaft ja aussuchen, aber ich spiele lieber mit dem Michael. Weil die anderen sind ja auch alle meine gewesen, aus meiner Gemeinschaft. Bei dir heißt der Schwarze zum Beispiel Clancy und bei mir heißt der Schwarzer. Was ich übelst lustig, ja, was ich übelst lustig finde. Bei mir heißt der Schwarzer. Aber die anderen zwei, die Ärztin, aber wie hießen die Ärztin gleich nochmal? Und die andere, deine Freundin da, die hieß ja, glaube ich, auch Alexa, ne? Alexa? Ja, so heißt bei mir die Tussi, wo eine du am Anfang heißt bei los mir bist. Aya, Aya, Aya war die das, andere, okay. Die Ärztin heißt Son. Son, okay. Ja, dann sind das alles meine Charaktere, die ich wählen kann. Ach, das ist ja gut. Das ist ja sehr gut. So, jetzt soll er mal reinkommen. Naja, du sollst ihn Alter, die habe ich noch nie gesehen. Ja, deswegen. Ich bin ja auch schon ein bisschen weiter. So, der ja, aber es ist gut zu wissen. Da könnte man dann auf jeden Fall abwechselnd. Mal da, mal da. Also, können genau. Wir beide profitieren. Huch. Muss die Tür wieder zumachen. Normal geht die von alleine zu. Ja, manchmal schon, aber. So. Also der meiner hier, der, ich weiß bloß nicht, wie kann ich den denn jetzt zum Schlafen hinlegen? Wie macht er das denn? Wen denn? Den du jetzt hast, oder was? Ja, der soll sich schlafen legen. Er hat keine Ausdauer mehr. Ja, dann musst du auf einen anderen Charakter wechseln. Und dann geht er automatisch schlafen, ja. What up? Lager verwalten. Jetzt muss ich mal ausgucken. Ah, das sind alles meine Sachen. Schwarzen. Hä? Das sind alles meine Sachen, die hier drin sind. Das finde ich gut. Ja, meine sind meine und deine sind deine. Das ist gut, ja. Jo. So, hab ich das erklärt auch die gelben Kisten da hinten. Da waren gelbe Kisten, ja. Die kannst wahrscheinlich dann nur du öffnen, weil das Loot dann anders ist. Ja, ist auch richtig so. So, mein Charakter, er müsste sich eigentlich auch schlafen legen. Na, es geht noch, aber ich könnte einen Energy Drink nehmen. Der Schwarze ist nämlich, das ist der Militärtyp, der hat super Werte. Ich nehme mal, gucken, ob ich hier einen Energy Drink habe. Wir haben gar keine Energy Drinks. Also ich zumindest nicht. Ich habe auch hier schon ein Auto stehen. Gut, aber das Lager kann ich nicht. Das ist das Einzige anscheinend. Ja. Ein Überlebender hat die Blutzeuge. What's going on?
Adios, Vato. So, ich habe ihn jetzt weggeschickt, den Drew. Mal gucken, ob er sich jetzt schlafen legt. Ich meine. Hey. Dann ein bisschen nur früher der Bus kann anwerben. Siehst du bei mir auch, dass der Vorrat gering ist? Nee, ich sehe oben links nur Neulinge. Ja, aber wir müssen Lebensmittel bekommen. Wir müssen ja jetzt das machen, was bei mir gemacht werden muss. Ne? Was war das denn? Eloga, wir müssen das machen, was bei mir jetzt wichtig ist. Ja, bei mir sind keine Missionen. Du musst halt vorauslaufen. Ja, ich sag ja, wir brauchen Lebensmittel. Das ist erstmal das Wichtigste. Baue einen Garten, um Lebensmittel anzubauen. Aber da haben wir noch nicht genug Baumaterialien. Die müssten wir besorgen. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt erstmal das Let's Play, ja? Jo. Einen Moment. Wir wissen schon, wo Ressourcen liegen. Da oben wahrscheinlich. Da war er nämlich noch nicht. Ich habe seine Let's Plays nämlich verfolgt und ich glaube nicht, dass er da schon oben war. Hier oben. Und ich glaube. Espresso, dann war das hier unten. Jo, Prost. So, ich markiere mal was auf der Karte. Eine kurze Frage, warst du hier oben schon? Weil da sind nämlich an dem Auto oben im Norden. Da sind nämlich Baumaterialien im Kofferraum. Deine Markierungen sind blau und meine sind gelb. Genau. Da sind nämlich im Kofferraum sind Materialien drin. Ja, die habe ich aber schon auf meinem Speicherstand längst gelootet. Ach, die hast du schon geholt, okay. Ja, nee, das muss ich jetzt machen, das Markieren hier. Wir müssen jetzt erstmal sehen, wo wir Baumaterialien herbekommen. Da muss ich mal kurz gucken. War ja schon potenzielle Ressourcen. So. Müsste es, ja, das Auto steht. Ey, was ist denn hier los? Das müsste das Auto hier sein. Dann fahren wir mit dem Auto da jetzt mal hin, ja? Hey, I got an offer for you. Do you want to meet up? Warte, ich nehme mal hier den Schwarzer. Map, delete. Was machst du? Kontrolle übernehmen. Ich wechsle gerade meinen. Wo bin ich jetzt? Ich hoffe, ich bin bei dir noch. Ja. Hinterausgang. Warum komme ich jetzt hier wieder raus? Da. So, guck. Meiner sieht genau so aus wie deiner und der heißt der Schwarze. Genau. Wir müssen auch ein bisschen auf Sprit achten, weil. Go! Go, go, go! Kannst du mir dazu zuhauen, ey. Ja, hier könnten Baumaterialien sein. Können wir nämlich einen Garten bauen. Und jetzt kommen jetzt hinter uns. Vorsicht! Vorsichtig! Oh, das ist noch ein Magnetik. Alter. Ja, das war ziemlich laut. Das Auto. Da viel los, ey. Alter. Ja, manche schon, ja. So, und hier müssen wir jetzt was holen. Hier ist ein Auto zum Looten. Und nicht auf LB drücken für schnelle Suche, ne? Nee, das war so. Kann das manchmal kaputt gehen. Aber die. Das Auto zum Beispiel kann ich gar nicht looten, weil das gelb war. Also, das ist. Wird wirklich aufgeteilt. Ach, das auch, ja? Ja, was weiß.
Also die Kiste hier, wo ich jetzt bin, dürftest du nicht looten können, oder? Nee. Die ist blau. Genau. Ja, wunderbar. Du lootest deine Sachen und ich meine. Das finde ich super, ja. Haben sie gut gemacht. Dann kannst du meine Kisten auch nicht kaputt machen im Spiel. Oh yeah. Oh, Benzin, like ja, das ist wunderbar. Das Auto und ein Toolkit. Ach so, Fahrzeug reparieren. Er rührt da. Wir brauchen Baumaterialien, meine lieben Freunde, weil wir wollen einen Garten bauen. Was ist das? Behälter mit Chemikalien. Okay. Ja. Man könnte den Außenposten jetzt nehmen, das bringt aber nichts. Dann müssten wir einen haben, der immer Baumaterialien herstellt. Also das ist cool. Erstmal uninteressant. Du bist schon wieder okay, draußen, ne? Ja, ja, ich hab Benzin noch. Ich hab auch Benzin. Fürs Auto. Aber weiß bloß nicht, ob ich das in den Kofferraum drin legen kann. Achso. Look at that, man. Is that for me? Ach, hier draußen ist noch mehr, oder was? Ja, hier ist ja noch eine Kiste. Sein. Ey! Schnell raus. Ja, ist hier noch was drin? Auch noch was zu looten. Nö, hier ist nichts mehr. Ja, oh, eine Kiste ist da hinten noch. Ja, weil die sagen ja, potenzielle Ressourcen im Baumaterial. Hier könnten wir einen Garten bauen für Lebensmittel. Weil die sind ja immer knapp. Oh. Ah, hier ist noch ein Schrank, den hast du nicht gemacht im Haus. Ja? Ja. Man. Im Haus, diese Werkzeugbank. Vielleicht sind da die Materialien drin. Das wäre gut, ja. Hoppala. Was ist das hier? Wo denn? Der Schrank hier. Hier ist nichts mehr. Vor mir, der Tisch. Doch, tatsächlich. Das habe ich übersehen. Mit Glück, ja? Jawohl. Paket geil. Mit hochwertigen Materialien. Schön, die Museen und gebaut werden. Auseinandergenommen, wie sie Parkstark durch ein paar. So, das müssen wir jetzt zurückbringen. CNC. Kiste mit Samen. Ja, wir müssen jetzt wieder zurück, weil ich habe auch keinen Platz mehr im Rucksack. Fahren wir kurz zurück, bringen den großen Sack zurück. Und dann können wir vielleicht schon einen Garten bauen. Ja, weil wir synchron einsteigen. Ja. Ja, so bockt das Spiel. Aber das ist gut, so, ja. Können wir mal abwechselnd mal spielen, mal rein. Bei dir weiter, bei mir weiter. Ach so. Ui. Weil wenn bei mir jemand stirbt, ist er von meiner Enklave bloß weg und nicht von deiner. Weil deine Charaktere heißen ja alle anders. Die sehen zwar genauso aus, aber hier sind anders. Das finde ich gut, genau, dass sie das so gemacht haben. Weil diese großen Säcke, wenn du da so einen bekommst, kannst du den bei mir auch abliefern, so einen großen Sack. Nee. Aber hinten ist genau das Zeichen drauf, was wir brauchen. Von diesem genau, Material, diese Kisten, ja. Genau. Da kann man sehen, das ist auch nicht schlecht gemacht. One thing we humans have going for us? Hope. And portable thumbs. Na? Jawohl, jetzt habe ich 7 davon. Jetzt können wir draußen Garten bauen. Wie passten eigentlich in dieses Gemeinschaftsfach rein? Unendlich, oder? Glaub nicht. Dafür muss man nachher neue Außenposten haben oder so. Oder irgendwie ein Lager oder so. Hier draußen ist ein Zombie. Die zweite schneller. Oh. Noch einer. Der ist umgefallen, weil ich die Tür aufgemacht habe.
Ja, dann baut es doch hier hinten hin. Wohin? Hier oder? Hinten, hin, ne? So. Bin ich ja mal gespannt, wie lange das dauert, bis das fertig ist. Ja, hier kann man hinbauen, ja. So, Anlage bauen. Werkstatt. Ist natürlich. Ach, da kannst du sogar. Wir haben jetzt nämlich 7 Stück, da können wir mehrere Sachen bauen. Krankenstation. I just delivered a load of useful junk. Herz? Einen Moment. Brennerei. Einen Garten anlegen, ja wunderbar. Dauert 12 Minuten. Kosten 5 aber auch. So. Eine Brennerei wäre natürlich auch was Schönes. Ja! Da kannst du es hier dann aushalten, ja. Okay. Hier? Ach, Drew baut das hier. Ich glaube, das wird auch eine längere Folge. Ja, da nagelt er schon rum. Ich habe eine neue Hauptmission. Zombie-Bedrohung zu Hause. Bereite dich auf den Zombie-Angriff auf dein Zuhause vor. In 17 Sekunden geht's los. Greifen uns gleich an. Na super. Jetzt müsste es losgehen mit den Zombies. Beteilige dein Zuhause gegen die Zombies. Eine Minute lang. Komm schon. Komm hier rüber. Gleich drauf. Oh, cool. Ja, fast zu looten, Alter. Ja. Das war für dich gedacht. Die kommen hinten. Fuck your fears, man. We're making it through. What? Do we scare him off or something? What? Das war's, glaube ich, gleich. In 10 Sekunden, da kommen die letzten erst noch. Oh, das haben wir geschafft. Da ist noch einer. Oh, es ist aber auch schon ordentlich ermüdet. Also lange kann ich mit dem hier nicht mehr spielen. Aber ich wollte ja noch ein paar Sachen ins Schließfach packen. Dann haben wir auch nur noch einmal Essen. Aber wenn der Garten fertig ist. Schließfach. Na komm. Ja gut, das sehe ich halt nicht. Ne? Das ist das Einzige. Ich muss mich halt von meinen Konserven hier ernähren oder schick den halt zum Ausruhen. Nee, eine Waffe muss ich immer noch mittragen. Hey, Nageleisen. A friendly face. Catch you later. Hey, Aira. Ach, man kann hier auch schon Aria reparieren. Mit diesen Schrauben, die man sammeln tut. Jo, da kannst du reparieren. Also es gibt Sachen, die kannst du mit Schrauben einfach wieder herstellen. Schrauben habe ich 123, aber ich will noch nichts reparieren, weil wir haben noch genug. Also eine Zweitwaffe nehme ich immer noch mit, eine, falls sie kaputt geht, während man... Achso, ne, die halten relativ lange eigentlich. Wenn wir mal gucken... Ja, kommt drauf an. Also hier ist die Küche. Wir haben nämlich nur noch ein Lebensmittel. Rationen verordnen? Nee. Gegenstände herstellen. Ich glaube, das hat sich sowieso gleich erledigt. Nee, das würde kosten. Hier darf man gar nichts machen. Da haben wir gar nichts. Da kann man Heilmittel herstellen hier in der Küche. Zum Beispiel, aber... Du hast noch den Rucksack hinten dran, ne? Nee, ich habe extra schon einen größeren. Achso, du hast einen. Ja, gut, ich hab noch den kleinen Fummelding. So, mal gucken, wie lange das hier noch dauert.
Ja, es wird dort gleich wieder dunkel dann, ne? Ja, das dauert noch so 8 Minuten, denke ich mal. Ja, wir sollen jetzt einen Außenposten für Lebensmittel bauen. Da müssen wir erstmal einen finden. Ich habe noch ein bisschen Einfluss, also das könnte klappen. Das könnte klappen. Aber da müssen wir uns ein bisschen ranhalten, weil... Einen Moment, ich guck mal, wo wir hier Außenposten mit Lebensmittel haben. Hier, Außenposten, Effekte, permanente Schutzzone. Und Lebensmittelsammlung. Ich habe einen gefunden, einen Heustall. Ja, einen mal markieren oder gehen wir hin? 300 Einfluss braucht man dafür und ich habe 335. Da ist er markiert. Ist auch noch hell. Oder wollen wir da hinfahren? Das sind nur 200 Meter. Nee, laufen wir hin. Da gehen wir hin, ne? Da kommt man da auch rüber? Ja. Aber dann brauche ich ja nicht immer die Tür aufmachen hier. We got mad infestations around here. Okay, komm mal nicht hoch. Nee, das kann er nicht. Das Spiel kann man lange spielen, also vor allem auch mit zwei Karten, mit drei Karten, ey. Da ist eine Menge zu tun. Ach, der krabbelt hier rum. Ah, da einer wie ein Streit angefangen. Da reicht denn schon ein Schlag, ne? Ja, wenn du einschleichst. Das ist es nicht. Da hinten die Scheune. Wie ist das? Kommst du? Das wird das dunkel. Wir wollen... Lass uns was mal im Hellen machen, bevor das nicht, dass das dunkel wird. Das ist zu schwer, wieder nach Hause zu kommen. Dann fahren wir lieber mit dem Auto. I need a break. Wollen das jetzt hier fertig machen? Dann schnell wieder nach Hause, obwohl das schaffen wir nicht mehr. So, hier ist noch nicht alles geräumt. This could be bad news. So, da oben müssen wir noch was durchsuchen. All quiet. Ah, hier ist ein Rucksack mit Honig. Das sind schon mal Lebensmittel. Noch mehr? Aber wenn es dunkel ist, ist es auch richtig dunkel, ey. So, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt können wir den Außenposten beanspruchen. Lebensmittelvorrat jeden Tag einmal. Und ein Schließfach. Ja, wieder ein Schließfach. So. Das ist praktisch, ja. Yo, genau, dann können wir im Schildler wieder alles ablegen. Ah, ich habe gar nichts zusammen. Okay. Ich glaube, je mehr Schließfächer man hat, je mehr Außenposten, je mehr kann man hier auch reinballern. An Sachen. Ja, und man kann natürlich jetzt hier auch unterwegs immer mal wieder was mitnehmen, ne? Falls noch was... Ach, hier ist ein Kaffee. Dann trinke ich doch einen Kaffee.
3 Stück. Entfernt für kurze Zeit eine Menge Ermüdung. Hilft nicht gegen Hunger. Boah, einmal kann ich das ruhig verwenden. Oh, aber deutlich. Ist dann wieder volle Ausdauer. Haha. So, wollen wir wieder zurück? Jo. Du bist ja schon da hinten. I'm so upset about this, I can spit. So, ich kann ja auch schnell laufen. Ein Hausen ein bisschen was mitnehmen. Oh, cool. Alles, was wir mitnehmen können, ist natürlich genial. Ja, ich habe hier auch noch Sachen zu. Das Haus muss ich auch noch durchsuchen. Jeden Raum. Der ja mit schwarze Markierung auf der Minimap markiert. Ne, wenn man das alles hat, dann... What? No more zombies? So, jetzt ist hier noch ein Container, den ich nicht hatte. Ich weiß nicht, wo der ist. Einer fehlt mir hier noch. Bei mir steht da 1 von 4. Bei mir steht 4 von 5. Also mir fehlt noch einer. Hier hatte ich hier schon gelootet, weil ich war hier auch schon mal drin, das weiß ich auch. Ja. I like that. Hab den aber letztes Mal schon nicht gefunden. Sonst hätte ich den ja schon gehabt, aber... Nee, ich bin ja mit dabei. Irgendwo muss der hier sein. Ich sehe es ja, wenn es irgendwo kannst, noch gelb ist. Ja genau, du kannst ja auch mitsuchen. Wäre schwer zu finden, Tür zu. Nach oben geht's ja auch nicht. Merkwürdig. Wer ist? Ich meine, es ist uninteressant, weil ich könnte den Außenposten hier schon beanspruchen, aber natürlich reicht der Einfluss nicht. Egal. Bei mir steht aber auch 3 von 4, deswegen... Irgendwo haben wir noch einen, auf jeden Fall. Ja, lass uns damit nicht aufhalten. Lass wieder zurück zur Basis und dann mit dem Auto weiter. Gut, vielleicht ist es auch wichtig, dass man das hier gesichert, dass man die Zone gesichert hat. Und da sieht man das auch auf der Minimap, das ist dann grau eingezeichnet und nicht mehr rot. Ja. Oh, da hat Schluss. Ah, der Garten ist fertig. Kann man hier runterspringen, nicht das mal? Ja. Nö, das schafft er. Ach, hier oben brennen die Kerzen, Alter, geil. Oh, fett, Alter, das ist ja geil hier im Garten. Cool, ja. So, ich habe auch noch ein Lebensmittel im Rucksack. Also wir haben nur noch einen, also das hat perfekt gepasst. Gebe ich mal ab. So. Hey, I've got another thing to keep you busy. Ja, jetzt sind sie auch nicht mehr deprimiert. Jetzt ist der Schnitzel wieder stabil hier in der Moral. Heißt ja auch das Sprichwort, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Nimm den Menschen das Fressen weg und dann wirst du sehen, was passiert. Die Randale. Gemeinschaft nochmal. Da muss man seine Axt nochmal zurücklegen. So. Ja, im Dunkeln, also ein Infektionsherd fertig machen, da würde ich lieber warten, bis es wieder hell ist. Obwohl zu zweit könnten wir das schon schaffen, aber. Dunkeln ist riskanter. Einmal wäre ich schon fast gestorben. Meine Waffe, die ist auch nur gelb jetzt, also ich muss jetzt mal wechseln. Eine frische Waffe mitnehmen.